Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier eine coole Sämaschine hier vorstellen. Hier an die Nolli 8P. Finde ich ganz cool, das Stück hier, weil es gibt nichts, also von Spiel her, was Vergleichbares, was wie dieser Mod, muss ich auch wirklich sagen. Ja, hier handelt es sich um eine Einzelkorn-Sämaschine. Hier die Nolli 8P, die hat 600 Liter. Hier ja, Saatgut. Tanks, wie man hier sehen, inklusive hier, ja, hat ein Gewicht von 1,6 Tonnen, 150 bestbenötigte Leistung, entsprechend hier 110 kW. Ja, wir haben hier eine Arbeitsbreite von 5,6 Meter, 15 km/h Arbeitsgeschwindigkeit können wir erreichen. Wir haben hier eine Anschaffung von 8.000 Euro und 408 Euro hier Miete inklusive natürlich. Wir haben hier keine Option, also in der Kategorie Fahrwahl oder diverse andere Sachen. Wir haben hier Simple IC Unterstützung, hier der Unterlenker, Montageschalt. Dynamische Schläuche sind hier auch vorhanden. Ich habe das gute Stück nochmal gekauft und jetzt schon auch ein bisschen, wie man sehen, hier getestet, wie er funktioniert. Auch mit dem Helfer, mit dem Drehen klappt da los. Ich denke mal, wir hängen das gute Stück mal ab, fahren ein paar Meter mal vor. Ist mal so her. Aber könnte man dann nachher noch die Zeit noch mal umstellen, dass vielleicht ein besseres Licht natürlich wir haben. Wir haben hier, wie man sehen, simple IC-Unterstützung mit der Unterlenkermontageschalen, muss man auch dazu sagen. Textur und so finde ich echt hammermäßig hier von diesem Mod. Wir haben hier auch Lackverschleiß und waschbar ist er auch. Wie wir sehen, Elektraulik und das Ganze auch da. Wir haben hier den Schriftzug. Der ist halt, glaube ich, leider hier nicht. Also verschmutzbar leider. So, wir fahren mal zurück. Hängen das gute Stück mal an. Klappen das mal aus. Wir gehen mal her und gehen mal natürlich jetzt mal hier auf Tages hier Geschichte natürlich über. So, sehen wir auch gleich hier, die Lok ist hier fehlerfrei. So, hat aufgehört zum Regnen. Jetzt haben wir hier diesen Button noch drin, aber so ein bisschen noch manuell vorspulen, dass das hier aufhört. So, jetzt passt das Ganze hier natürlich. Können wir das Licht auch ausschalten. So, mit Y können wir hier die Spurreisen hier uns also hin und her klappen. Fahren wir mal das Ganze mal runter. So, schalten wir mal die Drille gleich mal ein. So, jetzt haben wir es eingeschalten. Fahren wir mal, sehen wir jetzt hier, so macht es hier die Spurreisen. Diese Markierung, das ist ein bisschen blöde gehalten, wie wir hier sehen. Warum läuft jetzt die Sämaschine nicht? So, jetzt. So sieht das jetzt aus. Versehentlich wieder ausgeschalten. So, gehen wir mal Vollgas. Sehen wir hier mit dem Partikelsystem das Ganze her. Sieht auch ganz gut aus. Und 15 km/h erreichen wir. Finde, das passt auch ganz gut. Natürlich muss man halt aufpassen, wie man halt fährt. So, ja. Wir können auch jetzt mal den Helfer auch gleich dann einschalten nachher. Und sehen dann, wie der Helfer natürlich dann umdreht. So. Wir können mit der Sämaschine hier einsehen. Also Mais, Sonnenblumen, Sojabohnen, Baumwolle. Und Zuckerrüben können wir machen mit der. Das finde ich eine ganz gute Sache natürlich. Der Verbrauch, wie man hier sieht, ich habe jetzt das so weit, was man bis jetzt sieht, hier damit hier eingesät. Und finde ich ist relativ ganz gut. Also ich würde mal sagen, sicherlich zweieinhalb also Füllung hier. Die Sämaschine hier sind wahrscheinlich hier notwendig. Und man hat hier also das Feld also gemacht, ich würde mal sagen 1200, ja 1500 Liter wären das sicherlich hier notwendig.
um dieses Feld hier zu machen, gehe ich mal davon aus. Vielleicht hätten auch zwei hier auf Füllung reichen. Haben wir auch Deutschen. Ich finde jedenfalls die Sämaschine cool, ist nicht schlecht. Ist für Leute hier, was mit kleineren Maschinen hier arbeiten wollen. Die ist auch hier, eigentlich finde ich optimal hier, wenn die Karte ein bisschen kleiner ist, aber doch eher ein bisschen größere Maschinen hernehmen möchte. Da geht die hier sicherlich ganz gut hierfür. Manche Stellen, vielleicht muss man auch mal hier mit der Sämaschine einmal rundherum fahren. Das ist ja auch also real, weil man macht ja hier kein Vorgewende beim Einsehen. Man macht das hier auch nur beim Flaschen. Und weil wenn man wieder geradeaus rüber fährt, fährt man das hier wieder dicht hier. So hat es mir meiner erklärt aus, der was Landwirtschaftsschule gemacht hat. Ja, so sieht das jedenfalls hier aus. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video natürlich gefallen. Wenn ja, schaut so wieder rein. Würde mich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.